willkommen auf dem Akku. Das ist der Akku vom letzten Video, wo ich nochmal angetestet habe. Der erste Fund ist da, war aber allerdings ein Sichtfund. Ich zeige euch gleich mal was. Und zwar ist es Glas. Hier ist irgendeine Silhouette von einer Stadt drauf. Hier unten steht was. Lesen kann ich es absolut nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Fund. Was auch immer das dargestellt hat. Das sah aus wie irgend so ein, keine Ahnung, was. Das stand auf jeden Fall mal. Und hier ist eine Silhouette von der Stadt drauf. Ich blende es euch da nochmal ein. Wunderschönes Ding, was auch immer das war. Zweites Signal, das ist ein Teil einer Mundharmonika. Wind ist natürlich wieder sehr kontraproduktiv hier. Das ist wie so eine Hochebene und ihr pfeift und pfeift und pfeift. Ist egal, Hauptsache hört mich pfeifen. Einmal Teil einer Mundharmonika. 12er Doppelbing, ich vermute mal wieder, dass das eine verkappte Alufolie ist hier. Ah ne, hier haben wir es doch schon. Ja. Einmal Draht. Scheibengleister. Eigentlich ein schönes, klares Signal. Aber Erfahrungswerte hier auf dem Acker sagen mir, dass es höchstwahrscheinlich Blech sein wird. Weil, aus was für Gründen auch immer, ist hier Blech gewachsen. Die haben hier Blech gesät und, oder Wurstzippel gesät und jetzt kommt hier Blech ohne Ende. Ne, hier kommt irgendwas. Ne, eine Wurzel. Das war es definitiv, ne? Na gut, ich will das jetzt mal noch nicht so schlecht reden. Noch wissen wir nicht, was es ist. Ich hatte hier aber, also hier zumindest an dem Rand, schon durchaus schöne Funde. Das andere, das war ja Wiese, da war ich noch nicht drauf. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich heute wieder zum in die Bulle furzen. Eine Dose Fanta. Musste haben. 24er, relativ oberflächlich. Das wird gleich anfangen hier mit stinken. Zum Glück riecht ihr das nicht. Die fahren nämlich hier mit dem Güllewagen und düngen. Ich hoffe nur, dass sie weitläufig an mir vorbeifahren. Hier haben wir wieder ein Stückchen Blech. Oh Junge, kann hier mal was Feines kommen? Ich hatte hier wirklich schon schöne Sachen. Bergmannskoppelschlosser und sowas. Mal sehen, ob noch irgendwas in die Richtung kommt. Wir werden sehen. Jetzt kommt was Großes. Das sieht mir fast aus wie ein Apothekergewicht hier. Ach, und das ist so eins. Apothekergewicht, wie heißt das? Na, Münzgewicht wird es nicht sein, das ist viel zu schwer. Ist doch ein Apothekergewicht. Ein geiles Teil. Ich hatte mal ein kleineres gehabt. Klar, hier siehst du da wieder das Zeichen, dieses CM oder was das ist, oder CW. Ja. Alter Schwede, ist das ein geiles Teil. Oh, Fund des Tages. Fund des Tages. Unter Pro, ich zitter gleich. Das ist ja ein schönes Ding. Ist aber kein Bronze. Weil sonst würde das nie so blank werden. Ja, was jetzt blank werden? Ja, siehst du, ist ja gar nichts mehr drauf hier. Ich hatte schon das. Also, ich hatte schon mal ein Apothekergewicht hier mit diesem CW, CM oder was das heißt. Und das war definitiv Bronze. Da ging auch nichts ab hier von der Patina, gar nichts. Das ist ja, weiß nicht was das ist, Messing, Kupfer. Auf jeden Fall geil. Schönes Ding. Schönes Ding, Fund des Tages. Bis jetzt. Das hier? Ist das ja? Nee. Ich habe nämlich gar nicht so viel Speicherkapazität mehr auf der Karte drauf, weil ich ja den Rest noch drauf habe, die anderen Filmchen. Und da muss ich ein bisschen überlegen, was ich hier filme und was ich hier nicht filme. Aber, siehst du, den Schrott filme ich hier. Einmal Zink. Das war ein 17er.
Aber spielt mal ein, ich habe gerade schon was Rundes gesehen beim Ausschaufällen. Nee, was ist das gewesen? Ich hätte gedacht, es war eine Münze. Das sieht mir aus wie eine Plampe. Aber war da trotzdem noch irgendwas anderes Grünes, Rundes drin? Nee, das habe ich mir eingebildet. Das habe ich mir, glaube ich, gewünscht oder was? Ich weiß es nicht. Ja, hier haben wir eine Plampe. Ein Riesending. Wirklich ein Riesenteil. Ich weiß nicht, ob es was Altes ist oder ob es nichts Altes ist. Ja, ja, nee, sieht so aus. Die ist auf jeden Fall nur ordentlich vermöbelt worden hier. Einmal Bleiblampe. Hier habe ich wieder eine Bleiblampe. Die, ich weiß nicht, was mit den Bleiblampen hier passiert ist. Die sehen alle so verprügelt aus. Schade. Einmal Bleiblampe. Da ist das Signal. Das ist der Teil einer Schlitzrose. Das gehört mit zum Pferdegeschirr. Das ist quasi an der Wange vom Pferd. Und dort werden die Riemen durchgeführt. Kreis, rund, zwei Schlitze. Und dort ging die Riemen durch. Zumindest so ging die Riemen durch hier. So dass du den ganzen gesehen hast. Von unten Riemen und dann wieder zurück. Eine halbe Schlitzrose. Ich habe jetzt schon mehrfach eine ganze gefunden. Das freut mich schon mal sehr, das ist aber nur eine halbe. Egal. Schlitzrose, Schlitzrose. Ja, die darf ja nicht fehlen. Ah, der Wind, das himmlische kleine Arschloch hier. Mensch. Einmal Muskatenkugel. Das pfeift ja. Ja, der Wind ist jetzt ein bisschen ekelhaft. Aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Das ist der nächste Fund. Ein halber Knopf, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Knopf, sieht man an der Hülse. Ja, leider nur ein halber Knopf, bleibt es noch dazu. Aber wie sage ich schon mal so schön, Knopf ist Knopf. Sehe ich schon hier? Oh Gott, ich hoffe, fast muss ich mich hinknien. Da! Und zwar eine Zinnfigur, aber sowas Dünnes habe ich schon noch nie gesehen hier. Eine richtig dünne und ich gehe davon aus, auch alte Zinnfigur. Ich muss jetzt bloß mal mir überlegen, wie rum ich mich hier drehe, damit der Wind nicht so in die Kamera reinfährt. Eieiei. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Noch nie gesehen, noch nie gehabt. Das Ding ist ja Spindeldürre. Der hat lange nichts zu essen gekriegt. Jetzt habe ich was Seltsames gefunden. Das sieht aus wie eine Haifischflosse. Ich dachte im ersten Moment, das ist ein Petschaft. Oh, das ist hier unten blank. Es ist auf jeden Fall kein Knauf oder sonstiges. Es ist einfach, sieht aus, oder, das ist schön. Sieht aus wie eine Zipfelmütze. Keine Ahnung, was das war. Huch. Also Petschaft, schließe ich mal aus. Ich weiß nicht, was das war. Es sieht, meine Güte, es sieht auf jeden Fall kurios aus. Wie eine kleine Zipfelmütze. Oder war das mal, nee, war ohne. Ein Tier, ein Bleitier, Zinntier, wo hier noch ein Hals dran war, ein Kopf dran war. Keine Ahnung, was das ist. Es sieht kurios aus. Das hat gerade der Hund ein bisschen nachgelassen, da kann man auch mal ins Live buddeln hier. Jetzt geht's wieder los mit Wind. Meine Güte! Ich muss mich nämlich sonst immer so drehen, dass der Wind mir nicht so in die Waffel fährt. Und das hier? Ja, Mist. Einmal Blech wieder her. Noch ein Oberflächenfund. Ah, ich mag die Dinger. Und zwar Porzellandeckel einer Bierflasche Brauerei Herzogswalde, Ernst Roch. Das sind Brauereien, von denen hast du bestimmt schon 100 Jahre nicht mehr gehört, ja. Weil es die schon seit 100 Jahren nicht mehr gibt. Schönes Ding. Das machen wir noch zusammen hier. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder Blech ist. Was Schönes würde mich immer freuen. Ja,
Ja, man darf das Wort Blech nicht aussprechen, denn dann ist es immer was. Eine Tube. Gold, Gold, Gold. Ja, das war jetzt wieder eine kleine und feine Runde. Eigentlich wollte ich länger machen. Aber mich zieht es jetzt auf einen anderen Acker, weil ich hier aus der Entfernung sehe, dass sie den auch gerade grubbern, beziehungsweise ackern. Und hier komme ich mal hin, wenn sich der Boden ein bisschen gesetzt hat hier. Das ist alles noch zu grob und zu weit auseinander und also zu sehr aufgelagert. Das bringt mir nichts hier. Da danke ich euch fürs Zusehen. Es kamen ja doch ein paar schöne Funde. Und da würden wir uns dann zur nächsten Runde sehen. Also ich würde mich zumindest freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und trotzdem gucken wir, was hier das letzte Signal war. Hä? Hä? Ach ja, ich verabschiede mich mit einer Musketenkugel. Also danke fürs Dabeisein und bis später.